Hallo und herzlich willkommen zurück zu Neverwinter. Ich bin Mr. Cutterfee, euer Let's Play das Kaninchen. Heute mit der Herausforderung des Schnitters im Versteck des wahnsinnigen Magiers mit keine Verbrauchsgegenstände, angeblich keine Lebensregeneration und angeblich auch kein, beziehungsweise verringertes Wiederaufladetempo. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, wieso fangen wir direkt beim Bohrwurm an? Das hat was damit zu tun, dass die Gruppe, in die ich reingegangen bin, direkt hier schon war. Ich habe einfach gefragt, ne? DC Looking for Group und so. Und dann wurde ich direkt hier reingesucht. Offensichtlich ist ihr Heiler einfach gegangen. Und die haben schon zwei Heiler. Das ist interessant. Das ist sehr interessant. Mit zwei Heilern. Ich meine, bei Arcturia kann ich das natürlich ein bisschen. Schade, dass wir das jetzt nicht gesehen haben. Dass wir Arcturia nicht gesehen haben. Also sind halt Random-Gruppen, dass man halt auch einfach mal mitten in einen Dungeon reingeworfen wird. So ist das halt mal. 50.000 Gearscore ist jetzt für Verstecktes Wahnsinnigen Magiers nicht mehr so viel Unterschied. Ich meine, der hat normalerweise, glaube ich, auch gar 40.000 oder so. Keine Ahnung, nee, kann es nicht sein. 40.000 ist ja, warte mal, komm, jetzt guck mal schnell. Wo ist Verstecktes Wahnsinnigen Magiers? Das ist bei, 20.000. Oh, okay. Na dann, wenn das 20.000 sind. Oh, okay. Heile. Wenn es normale 20.000 sind, dann ist das natürlich schon ein krasser Unterschied hierzu. Nee, geht er weg. Paladin. Salazar Unterwäsche. Guter Name. Natürlich works. Na, warte die denn? Ich kann Kleriker. It works. Oh Gott. Ja. Die Skaladara am Ende im Bosskampf gegen den Cyberkönig. Die wären auch lustig dann. Huiuiui, Zeit für Wunder, würde ich sagen. Wir haben gewonnen, Schmetterlinge der Macht. Ja, es tut mir ein bisschen leid, dass wir jetzt nicht den Anfang mitbekommen haben, dieses Dungeons. Aber ich wurde halt wirklich einfach, ihr habt ja unten im Chat gesehen, ich wurde halt hier wirklich direkt einfach reingeladen vorhin. Na egal. Au, au, au. Na, einfach gesucht. Hat man gesehen, der einen DC gesucht hat hierfür, plus geschrieben, hier gelandet. Aber man hilft ja auch gerne. Ich meine, man hilft ja auch gerne Randoms, sofern es im Bereich des Möglichen liegt. Gerade auch bei solchen. Oh Gott, 6 Gigawatt. Ganz schön viel Überladung. Oh, komm mal her. Das wird jetzt funny. Okay. Bleib stehen. Nicht kuscheln. Nicht kuscheln. Verdammte Kuschler hier. Kuschelzeit ist vorbei. Oh, mehrfach knapp, würde ich sagen. Was macht der? Wo rennt der denn rum? Ach gut, der rennt vor den Dude weg. Na, okay, jetzt verstehe ich, dass er vor den wegrennt. Ich habe alles, ich behaupte das Gegenteil. Gott, dieses Geknülle. Das ist die Göttlichkeit alle. Wo rennst du dann hin? Renn noch nicht 100 Kilometer von mir weg. Wie soll ich dich dann heilen, wenn du einfach irgendwo bist?
Tiss. Ich, ein bisschen lächerlich, dass ich hier ihn anschreie, der mich gar nicht hört, weil ich das Voice nicht anhabe. Das wäre es, ich müsste das Voice anmachen, wenn die Leute währenddessen anschreien. Weißt du, mit wem redet der Dude da eigentlich? Warum brüllt er mich an? Zeit für Wunder. Ich verstehe aber den Gedanken hier in diesem Dungeon definitiv zwei Heiler zu haben. Gerade einen Paladin und eine Kleriker oder einen Paladin. Und einem Hexenmeister sind hier, glaube ich, echt eine gute Sache. Mit dem Schild. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Eigentlich auch ein sehr schöner Dungeon. Also vom Aufmachung her ist es ja, wie auch der Unterberg selbst, sehr, sehr abwechslungsreich, bietet für jeden Geschmack irgendwie etwas, sowohl Gegner wie auch Level-Design technisch. Und ist auch ein bisschen Brainfuck mit den Portalen, dass die irgendwo sind und dass man bei dieser einen Phase dann auch an der Decke rumläuft und mit diesem Tunnel, der so lang wird, und an diesem Treppenaufgang, der so ein bisschen an Escher erinnert. Oder auch dann, wenn man hier zum ins Weltall geht am Ende und so was. Das ist schon, also er ist wirklich super abwechslungsreich gemacht und sehr, sehr schöner Dungeon, der damals unfassbar schwer natürlich war, logisch. Gerade Acturia war ein bisschen so der Killer, der Boss selbst am Ende, Cyberkönig, der war nicht so schlimm. Der ist ja auch heutzutage, wenn man jetzt nicht, je nachdem wie das Team immer ist, klar, aber wenn der Tank weiß, was er tut, ist das ein machbarer Dungeon, oder ein machbarer Boss. Und Acturia war da viel schlimmer. Und der Bohrwurm auch gerne. Also das waren so die eigentlichen, und wenn man die geschafft hatte, dann hieß es, okay, jetzt haben wir es geschafft. Dann kommt noch der Cyberkönig, aber der ist kein Problem. Ich hoffe mal, das gilt jetzt auch hier. Die sind immerhin durch Acturia durch. Wir sind jetzt mit ihnen zusammen auch durch den Bohrwurm durch. Und jetzt bleibt nur noch einer zu besiegen. Das wäre ein gruseliges Geräusch. Zeit für Wunder. Klein. Es war Lulu. Der Oligophant. Heliophant. Und generell fand ich auch, mal abgesehen von Halaster selbst, also vom Turm des Wahnsinnigen Magiers, fand ich das an sich ein sehr, sehr schönes Modul. Also Under Mountain hatte sehr schön erklärt, wieso das, also hatte versucht, innerweltlich zu erklären, sehr schön ist so eine Sache, aber hat er innerweltlich versucht zu erklären, warum das Level-Up kam, das Level-Cap-Erhöhung, die Level-Cap-Erhöhung und auch die Erhöhung der Menge an Fertigkeitspunkten und so ein Kram, was da alles mit dabei war. Weil man ja auch eine ganze Reihe neue Fertigkeiten, glaube ich, hatte. Glaube ich zumindest, ist schon so lange her. Jedenfalls hat es das versucht zu erklären und hatte eine in sich geschlossene Story, insoweit, dass man den Dungeon hier mit dem Ziel besucht, dass man am Ende der Kampagne erfahren hat, okay, wir haben jetzt alle drei Bosse kennengelernt und jetzt müssen wir ihnen ins Gesicht hauen, dann kam der Bohrwurm dazu, Halaster selbst hat man die kennengelernt, also hier in diesem hat man die bekämpft. Aber es passte halt einfach in die Story. Es passte in die Story und war nicht irgendwie so total lose. Und auch der Turm des wahnsinnigen Magiers dann war eingebaut. Er passte in die Story rein. Im Gegensatz zum Sternhafen, der dort gar nicht reinpasste. Den sie ja auch einfach mal komplett... Also ich weiß nicht, was das sein sollte mit dem Sternhafen. Gibt's eingebaut. Eine Mini-Kampagne, wo man eigentlich im Endeffekt das gleiche macht wie im... Under Mountain mit den Meisterexpeditionen. Und das war's. Dann hört man nie wieder was davon. Das war ein bisschen schade. Das war ein bisschen sehr schade. Auch wenn ich gerade überlege, hat man eigentlich... Wie war das denn?
Wir sind dort hier hingekommen, weil ja alle Leute Visionen hatten, die unterschiedlich waren. Von Reichtum, von Ruhm, von göttlichen Hilfen, was weiß ich. Jeder, das ihm geholfen hat oder ihm geholfen hätte oder was er sich ersehnt hätte. Und deswegen sind wir dann in den Underberg gegangen und haben dann herausgefunden, dass es aber eigentlich nur ein großer Komplott gewesen, um Cyberman zu erschaffen. Von unserem Cyberkönig hier hinten. Wir haben den Cyberkönig jetzt dann natürlich aufgehalten, den Magturia aufgehalten. Und theoretisch würde man ja auch sagen, okay, Hallaster hält man auch auf. Haben wir aber an irgendeiner Stelle erfahren, wie diese Visionen erschaffen werden und warum die jetzt vielleicht hoffentlich aufhören? Ich erinnere mich nicht. Vielleicht erinnert ihr euch. Dann könnt ihr mir das ja mal gerne schreiben. Ich glaube, dass da nicht erwähnt wurde, woher die kommen. Also ob man erfährt, dass das zum Beispiel Arturia mit ihrer Magie ist. Und dann hat man, wenn man Arturia besiegt, hat man den Fluch aufgehoben, die Vision aufgehoben, und wenn man den Cyberkönig besiegt, hat man den Spawn der Cybermen, die aus den entführten Leuten werden, aufgehoben. Und auch die. Im Endeffekt ja den ganzen. Das kann natürlich auch sein. Plus, Minus, das verträgt sich nicht, habe ich mal gehört. Schade, der Eskalator wurde nicht aufgeladen. Der hält aber ganz schön was aus. Zeit für Wunder, würde ich sagen. Irgendeinen Nachteil hatte er gerade. Bisschen muss ich mich gerade konzentrieren, weil die schon alle hier ganz schön zuhauen können. Aber zur Not hätten wir ja noch den anderen Heiler mit dabei, den Paladin. Skaladas Unterhose. Und das kann man natürlich auch machen, ne? Dass wie die das hier machen, dass man das Line-Up, obwohl, ne, es steht zwar offiziell drin, dass wir mit einem Tank, einem Heiler 3 DPS hier reingehen müssen, aber wenn man privat in diese Gruppe reingeht oder in diesen Dungeon reingeht, kann man ja die Aufstellung beliebig anpassen. Und dann kannst du theoretisch auch mit 5 Damage wieder hier reingehen, wenn du möchtest. Macht der Trickserschurke da? Wieso greift denn der nicht an? Muss man nicht verstehen, ne? So, keine Ahnung. So. Zeit für Wunder. Ich verstehe es, wenn sie warten, wenn die Skaladare da sind, dass man erst die tötet, aber es ist ja gerade gar kein Skaladar da. Jetzt kommen die erst. Das ist aber eine ungünstige Positionierung. War doch gar nicht so schlecht. Da möchte ich nicht hin. Vielen Dank für die Einladung. Musik ist super. Hier hat's ja auch angefangen mit der richtig geilen Musik. Metal und dann Avernus. Ist ja auch ein bisschen Metal. Er haut aber einfach nur. Okay. Da ist ein
Freund überladen. Das ist ja unangenehm. Das ist ja unangenehm. Okay. Zeit für Wunder. Gott, hält er was aus? Wie viele Lebenspunkte hat er denn? Ist er fast ein neuer Boss? Ja, das ist das, was ich am Anfang meinte, ne? Dass die durch diesen 50.000 Gearscore Boost natürlich schon hart sein können. Ja, was erwartest du denn? Au. Was machen die denn? Der ist überladen. Wie gefällt euch das? Nicht so gut. Yay. Ja, er collided. Ist doch okay. Sorry, I'm trash. So, gucke mal. Schon auf die Hälfte unseres Cyberkönig. Steh ich gut? Steh gut. Tentakel, die dürfen niemals fehlen. Nicht gesehen. Nicht hingeguckt. Habe ich nicht hingeguckt, dass ich hier einen Plus hatte. Geh weg, Cyberman. Cyberkönig. Minus, ich gehe wieder. Ich gehe mal in den Britzelraum. Britzel, ein bisschen Elektronik. Ein bisschen Elektroschocks können nicht schaden, ne? Mal ein bisschen Energie tanken. Die Frage, schaffen wir das noch, bevor die nächste Runde ist? Schaffen wir das? Halt, komm, richtig hin. Oh mein Gott, 16 Sekunden. Huiuiuiuiuiui. Ah ja. Doppelt wieder Aufladezeit, ne? Ihr werdet für eure Vermessenheit büßen. Okay, eine Säule ist weg. So noch Glück haben, dass die Säulen auch kaputt machbar sind. Wir hatten das ja schon jetzt. Ich hatte es schon zweimal leider insgesamt, dass Säulen unkaputtbar waren. Dass die dann mit einem Lebenspunkt unverwundbar wurden. Also nicht unverwundbar worden, sondern man konnte ihnen Schaden anrichten, aber sie haben halt keinen Schaden mehr bekommen. Man konnte sie angreifen, aber sie haben keinen Schaden mehr bekommen. So. Wie könnt ihr es wagen? Meine Säulen? Nein! Ich werde euch in Stücke reißen! Ganz viel Schutz! What? Ich stand in zwei Schutzzonen! Plus einem hinter einem Tank! What? Was hat mich denn da... Wieso habe ich so viel Schaden bekommen? Kann ich leider nicht mehr sehen, weil ich jetzt natürlich hier zugebombt werde mit anderen Texten hier. Schade. Das hätte ich ja gerne gesehen, warum ich jetzt so viel Schaden gefressen habe. Wieso Wipe? Das kriegt ihr doch hin. Schon noch ein Tank. Salazar unter Wasser.
Nicht unter Wäsche, sondern unter Wasser. Holla, die Waldfee. Hatte ich noch einen Debuff, den ich nicht mitbekommen habe? Wie lange sind die schon drin? Oh Gott, 1 Stunde 37. Die Armen! Die Armen! Meine Güte, sind die schon lange in diesem Dungeon. Ich leide mit euch. Ich leide mit euch. Nicht, woher der Schaden jetzt kam plötzlich. Dass ich einfach mal so mit einem Mal gewiped wurde? So wenig Lebenspunkte? Sind noch 700.000. Der kann doch nicht mehr Lebenspunkte haben als ich. Ah, doch ein bisschen mehr. Aha, naja, gut. Und der Trickser, der mehr als ich? Der noch weniger. Mann, stand vermutlich einfach scheiße. Ich stand vermutlich einfach schlecht. Neuer Versuch, allerdings sind wir jetzt nur noch zu viert. Im ganzen Kampf war einer der Damage Dealer raus und der ist jetzt komplett raus dann am Ende gewesen. Und mal gucken, ob wir das zu viert schnell genug hinkriegen. Wir haben auf jeden Fall den Kampf, der hat deutlich länger gedauert, logisch. Mit nur einem Damage Dealer. Und mal gucken, ob wir schnell genug die Säulen wegbekommen hier, um irgendwie ein bisschen den Schaden abzufangen. Ich habe extra geguckt, dass ich keinen Debuff mehr habe. Und jetzt müssen wir denn zur Not halt noch schnell nur mit dem ihr wisst schon, mit dem geweihten Boden arbeiten. Meine Säulen? Nein! Ich werde euch in Stücke reißen! Nein, ist der Damage Dealer raus. Was ist denn hier los? Diese Macht bedeutet euren Untergang. Und Versuch Nummer 3. Wir haben wieder einen Damage Dealer dazu gewonnen. Einen weiteren taktischen Magier. Eine geile Gruppe. Zwei taktische Magier, zwei Paladine, ein Kleriker. Schöne Runde. Schöne Runde. Sehr viel Fernkampf. Und die vorne stehen, die halten auch ordentlich was aus. Jetzt muss man nur schnell die Säulen wegkriegen. Ich werde dann auf jeden Fall wieder mein Glaubensschild und mein Astralschild. Astralschild? Astralsiegel war damals was anderes. Es gibt gar nicht mehr Astralsiegel. Mein Astralschild und meinen geweihten Boden machen und dann hoffentlich, dass diesmal wenigstens ein Damage Dealer und der Heiler überlebt. Das wäre mir ein großes Pläsier. Wobei ich glaube, mein Astralschild gar nicht schnell genug aufgeladen bekomme. Wegen dem Cooldown. Geh schon mal hier mit hin. Meine Säulen? Nein! Ich werde euch ein so, Stück ich meine, wie viel Schutz kann man noch haben? Guckt ihr das an? Seht ihr das? Soll ich sie sehen? Ich meine, wie viel Schutz war denn noch da möglich? Es waren jetzt zwei Paladine, die ihre Schilde angemacht haben. Der Kleriker und einen geweihten Boden. Und der Magier hatte garantiert auch noch irgendeinen Schutz an. Also, ne, die haben doch, glaube ich, so eine. Haben die nicht so ein Astralschild, so ein Mana-Schild? Meine Güte, macht dieser Angriff Schaden. Zum Glück haben wir jetzt noch Mulkerie. Weg? Weiß ich gar nicht. Ich bleib mal hier. Ich ob ich jetzt... Kann ich? Muss ich? Ich glaube, ich muss gar nicht mit Schaden machen. Ich sollte mich aufs Heilen konzentrieren. Weil ich natürlich mein heilendes Wort aufmachen kann.
Zeit für Wunder. Gucken, ob ich überhaupt noch dazu komme, nochmal einen Angriff zu setzen hier, oder ob die Zeit nicht genug ist. Warum ich? Okay, halt, stopp. Veto. Ein ganz großes Veto. Warum kommt da noch ein Skala da? Ist aber auch neu, dass da ein Skala damit auftaucht. Minus, minus. Zum Glück nur einer. Frage, wie man jetzt eher angreifen sollte. Den Skaladar oder Zeit für Wunder? Gras. Den Boss, damit der schneller weg ist. Sehr schön, Schild. Ich gehe einen Schritt. Minus. Das aufgeladene Skalar da macht so viel Schaden. Und noch einer. Oh, jetzt wird es aber unangenehm. Oh, jetzt wird aber unangenehm. Da kann ich mich ja gerade gar nicht mit anfreunden. Zeit für Wunder. Bin ich schon mal unsichtbar. Kann ich schon mal nicht mehr angegriffen werden. Gagpratzen. Gagpratzen. Schon mal weggehen hier. Los. Du bist doch gleich tot. Der weiß es doch noch nicht. Sehr gut. Oh. Habe ich keine Wartelistengruppen-Chat? Ui. Ja. Sehr schön. Das war mit drei Anläufen der Dungeon Versteck des wahnsinnigen Magiers zu 66%. Die Kampf gegen Artori haben wir nicht gesehen, aber ich glaube, dieser Kampf jetzt gegen ihn ist schon... Also das war schon... Oh, guck mal, 30 Millionen Schaden ausgeteilt. Holla die Walfee. 2 Stunden saßen die hier. Wir nur 47 Minuten. Ach, am Boden lagen noch ein paar, die meisten absorbierten Schaden. 147 geheilt. Wow. Krass, Salazar, krass. Ja, war schön. Eine gute Herausforderung, bis auf das, dieser unfassbare Schaden durch diesen Aufladungsangriff mit den Tesla-Spulen, dass der so stark war, dass er uns einfach durch 4 Schilde durchgewiped hat. Ist halt ein bisschen hart, finde ich. Muss man wirklich sagen. Guck mal, da hat einen Eulenbär bekommen. Geil, Glückwunsch. Gucken, was wir Schönes bekommen. Ich investiere wieder ein paar Astraldiamanten. Oh, ein elektrisches Halsband. Nix also. Nun ja, aber trotzdem war schön. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß gehabt. Ihr könnt mir mal eure Erfahrungen schreiben zu diesem Dungeon. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Euer Kaninchen. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Aboninchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!